erzähl mir nicht, du kennst ein Riesengeheimnis und dann gehst du einfach, Mann. Sorry, Baby, die Information ist Gold wert und du willst sie nicht bezahlen. Okay, schön, schön. Ich tune deine ECU, okay? Erzähl's einfach, Mann, okay? Ein Kumpel von mir macht Pause im Diner. Er hat Travis und Nakai-san gesehen. Okay, Spike. Lügst du mich an? Und ich schwöre, ich mein's ernst. Hey. Nakai-san. Kuei des. Yoroshiku ne. Kimitachi ga uwasa no Master Builder no futari gumi da ne. Yoroshiku. Yo, ich bin Spike. Alles klar? Domo. Kare ga oppotteta yatsu da ne. Hey, was sagt er da über mich, ha? Halt die Klappe, Spike. Sozeru no hyougen wa bokura wo ichin saseru kara ne. Demo kuruma wa onaji mono wa nai shi. Ich erkläre das mal. Uns auszudrücken ist das, was uns vereint. Aber kein Auto ist gleich. Jeder Wagen ist anders. Komm, ich zeig dir alles. Woher kann Amy Japanisch? Oder ist das ein Chinese? Oh Gott, ich weiß es gar nicht. War das Japanisch oder ist Chinesisch? Nicht vorbereitet. Oh mein Gott, ich sollte mich schämen. So, wir können jetzt übrigens den Wagen von Ken Block holen. Ken's Honeycomb Ford Mustang 1965 hat über 850 PS und die Karre kaufen natürlich wieder volles Haus. Ihr seht schon, ich habe mein BMW letztens verkauft aufgrund... Soll ich es wirklich erzählen? Ich habe außerdem die falsche Taste gedrückt verkauft. Fanboy. So, guck mal, da ist mein Lambo. Da sind ganz viele Autos, die wir inzwischen haben hier. Aber der Musi, also unser Mustang, der ist ja der Beste. Ja. Ich wollte gucken, wir können auch irgendwas hier. Was waren das nochmal, was ich noch verbessern wollte? Genau, guck mal hier. Zack, die Ansaugbrücke, genau. Wir erhöhen auf 984 PS. Seht ihr hier, das Kraftstoffsystem Standalone können wir mit Level 48 verbessern. Aber sonst haben wir das höchste alle. Warte mal, ich geh mal ganz kurz durch. Ah, oh. Wobei, wir können das Standalone-Steuergerät noch holen. Wobei, macht den Wagen, glaube ich, 7 Sekunden dauert es länger, bis wir da auf 100. Aber wir holen das mit dem Elite-Tuning-Block mit Elite-Überarbeitung V6 wieder raus. Boah, wie viel Geld wir haben, ne? Oh. So, wir können jetzt auch den bearbeiteten Zylinderkopf kaufen. Gucken wir mal, ob wir noch auf 1000 PS kommen, ey. Ja, hier Level 49 brauchen wir dafür, logischerweise. Nitro. Haben wir Nitro eigentlich auf die höchste Stufe? Ich weiß gar nicht. Fahrwerk ist die höchste Stufe. Differential ist Audios. Reifen. Brauchen wir Driftreifen, logischerweise. Brauchen wir keine Gripreifen. Level 47. Ja, wir haben alles das höchste, bis auf zwei Sachen, glaube ich. Ja, Kraftstoffsystem brauchen wir auf jeden Fall noch besser. Das ist er hier, unser Baby, womit wir die ganze Zeit die Runden drehen. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder ab auf die Straße, denn der... Oh. Hey Mann, red mal mit Spike. Er schiebt die Schuld für das Chaos hier auf dich. Ich komme damit nicht klar, wirklich. Ich muss hier raus. Wenn du ein Freund bist, kommst du. Meld dich bei mir. Okay. Wir müssen aber mit dem guten alten Outlaw noch die weiteren Rennen machen, denn ihr wisst ja, der möchte auch natürlich ein bisschen Troublemaker, ein bisschen Trouble haben. Und die Eddie-Missions stehen auch noch an. So, unser Mustang ist mal an einem Stück jetzt. Genau, also ich wollte mal gucken. Da oben haben wir nichts mehr. Hier haben wir nichts mehr, hier ist nichts mehr. Ja, gibt es eigentlich nur noch, also die Eddie-Missions und... Dann kommen wir an eine Verfolgungsjagd mit 5000 Geldstrafe. Boah, okay. Ein Zeitfahren haben wir jetzt. 5000 Geldstrafe, boah, das dauert aber lang. Das wird wieder 5-6 Minuten in Anspruch nehmen. Der will uns einfach herausfordern. Der will, dass wir ihm beweisen, dass wir ein guter Rennfahrer sind, beziehungsweise gut von den Cops entkommen können und diese auch ärgern können. So. Weniger ist mehr. Er betrifft die Vorgaben mit Amy und Nakai-san. Wo ist die Japaner, glaube ich, ne? Ja. San ist immer japanisch. Ich weiß es gar nicht. Ey, kann doch sein, dass ich absolute Scheiße rede. 60 Checkpoints, okay. Der sitzt da in seinem Porsche.
So, wir haben 4 Minuten 32 ist die Vorgabe. Das sind knapp 18 Kilometer. Ja, der Wagen sieht gleich wieder nach der Folge aus wie ein Schrotthaufen. Aber egal. Das Ergebnis zählt, ne? Oh, der ist aber gut unterwegs da mit seiner Karre. Amy bildet das Schlusslicht hier eindeutig. Ich wage eine Prognose zu geben, dass ich mindestens heute irgendwo gegenfahren werde. War jetzt schon ganz knapp. Boah, da hinten die Skyline, das sieht mega geil aus. Also grafisch haben sie schon ein tolles Spiel eingefangen. Wie gesagt, was mich nur stört, ist, dass es echt keinen Tag gibt. Ja, toll, Dennis. Warte mal, kann ich auch hier rumfahren? Oh mein Gott. Das ist gemein. Das ist mega gemein. Oh Mann. Ach, krass, du müsstest auch auf die Scheißspur, Mann. Was? Alter. Wie behindert, ey, ganz ehrlich. Egal, es geht ja nur um die Zeit, aber wir haben jetzt mindestens 30 Sekunden dafür verloren. Ah, wir sind Level Up immerhin. Also wenn ich die noch einhole, dann weiß ich auch nicht. Ich fahr einfach. Weg, weg! Hau doch ab, du Arschkopf! Vor allem war es meine Schuld, so weißt du. Die hätten mir den Lambo nehmen müssen vielleicht. Alter, komm, ich fahr einfach. Wer weiß, was das bringt. 10 Kilometer noch. Mehr als die Hälfte haben wir schon. Boah. Ich hab keine Ahnung, ob wir es noch schaffen. Sieben Kilometer noch. Komm. Nein! Boah. Ich muss auf die andere Spur wieder. Ach, das ist behindert, dass man über die gleiche fucking scheiß Autobahn fährt und das überhaupt nichts bringt. Leck mich doch, lieber Spieler, da ganz ehrlich. Man, eigentlich doof halt, worüber ich mich gerade aufrege. Komm, fahr. Toll. Kannst vergessen, Alter, als ob wir in 1 Minute 6 Kilometer. Ja, klar, der ist aber. Komm. Komm. Noch mal fahren. Oh. Ja, komm, beende. Ich muss die Scheiße nur Ende fahren. Warte mal, ich mach das. Ach Gott, ey. Eine Dummheit. Ich bin die Abfahrt lang gefahren. Oh. Die Abfahrt hat uns gekillt, ey. Ja, go, komm. Und nochmal. Wenn er jetzt hier ausschaltet, verstehe ich es natürlich komplett.
Der Emmy nimmt auch einfach alles mit. So. Komm her, Emmy, hau ab. Komm her, Emmy! Du bist eine Drecksau, Alter, ganz ehrlich. Na klar, und die fängt auch noch weiter vorne an. Wieso denn nicht? Hör mal, wieso denn nicht? Need for Speed. Du Drecksau, du. Oh nein, dieser Stormtrooper-Song wieder, ey, der so scheiße ist. Hau bloß ab, Amy, ganz ehrlich. Nö. Nein, nicht schon wieder diese Stelle. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel, Leute. Fahr doch, du Scheißkiste. Fahr doch. Fahr. Ey, genau da platzieren die ein Auto, genau da, wenn man fährt ein Auto lang, genau da. Dreht mich auf, dieses Spiel. Ja, nimm alles mit, Dennis, nimm alles mit. Pack einen in den Kofferraum und mit nach Hause. Wieso fahren jetzt hier so viele Autos rum? Ey, was machen die denn hier? Klar, bei 300 kann man driften. Wer macht das denn nicht? Ey, dieser Song geht mir auf den Sack. Aber Stormtrooper. Ja, wir haben es verstanden. Sollte man eine Runde Battlefront spielen daher. So. 38 von 60. Ja. Noch 8 Kilometer. 20 Checkpoints noch. Komm. Hier holen wir alles raus jetzt. Komm, 400 Kammer. Ah, schaffen wir nicht. Ei. Hä, wieso fahre ich denn in die falsche Richtung? Was ist das denn? Okay, warte mal, wir haben noch 4 Kilometer und müssen das in 30, in 40 Sekunden schaffen. Ja, ist kein Wunding. Oh mein Gott, ich hab Alter! Oh, ich hab auf die Zeit auf das Radar geguckt. Ja gut. Wenn ich es jetzt nicht schaffe. Ey, ich könnte mich gerade so selber schlagen. Ich könnte mich gerade rund um die Uhr selber schlagen. Vor allem Mega Fehler im Spiel. Guck mal, die haben ihre eigene Zeit nicht mal gepackt. Die waren hinter mir gerade. Ihr habt es gesehen. Und ich fahre noch falsch, Alter. Ich krieg zu viel. Das wird, glaube ich, das nächste Rennen, was mir so richtig auf den Sack geht. Ach, Need for Speed. Ich brauche eine Pause, glaube ich, von dir. Wenigstens vor dir, Amy, komm her! Oh, die ist sogar noch vor mir ins Haar. Ja, ich hab verloren. Bla bla bla.
Yo, das war eine neue Folge Need for Speed, Leute. Ich könnte mir so ins Gesicht schlagen gerade. Mann! Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Die gibt's dann morgen. Macht's gut.